Schon im Mittelalter träumten Alchemisten davon, einen Miniaturmenschen in der Petrischale zu züchten. Biotechnologen der Technischen Universität Berlin könnten den sogenannten Homunculus jetzt Wirklichkeit werden lassen. Zumindest so etwas in der Art. Die Wissenschaftler arbeiten an einem Organismus im Kleinstformat, der menschliche Organe und ihre Wechselwirkung simulieren soll. Und zwar im Maßstab 1 zu 100.000, also mikroskopisch klein. Dieser Human on a Chip soll beim Test von Medikamenten und Kosmetik zahlreiche Tierversuche ersetzen. Außerdem soll der Vince-Organismus schneller, günstiger und präziser Ergebnisse liefern als Versuchsreihen mit Maus und Kaninchen. Tierversuche sind nicht nur ethisch ein Problem. Auch die Vergleichbarkeit von Mensch und Maus hat ihre Grenzen, erläutert Projektleiter Raik Horland. Viele Krankheiten, menschliche Krankheiten, sind so im Tier gar nicht existent. Das heißt, sie müssen künstlich erzeugt werden. Und dann ist natürlich, wenn man sich das vorstellt, die Übertragbarkeit von solchen künstlich generierten Krankheitsmodellen im Tier natürlich viel, viel geringer als bei einer natürlich auftretenden Krankheit. Die Multiorganchips sind kleine Bioreaktoren, in denen etwa Leber- und Hautzellen wachsen. Ein künstlicher Blutkreislauf versorgt sie mit Nährflüssigkeit. Bis 2018 wollen die Forscher 10 verschiedene Organsimulationen miteinander verbinden und so langfristig bei der Entwicklung von Medikamenten 70% aller Tierversuche ersetzen. Bei der Kosmetikindustrie ist der Bedarf an solchen Alternativmethoden noch größer. Denn seit 2013 dürfen in der EU keine an Tieren getesteten Hautcremes mehr verkauft werden. Aber die Biochips können noch mehr als nur Nagetiere ersetzen. Was der große Vorteil des Chips natürlich ist, dadurch, dass er vollständig durchsichtig in diesem Sinn ist, dass man auch ständig während des Versuches oder während der Versuchslaufzeit in den Chip mit dem Mikroskop hineinschauen kann, die Organe beobachten kann. Das kann ich natürlich nicht so einfach im Tier. Forscher in den USA tüfteln an der Lungenembolie oder der Darmschleimhaut auf dem Chip. Wissenschaftler aus Mecklenburg-Vorpommern um Olaf Schröder verbinden Nervenzellen mit Computerchips, um so die Reaktion des Gehirns auf bestimmte Substanzen zu testen. Statt Zellklumpen in Glaskolben haben es Forscher nun mit Datenbergen im Computer zu tun. Und die erlauben völlig neue Methoden, zum Beispiel in der Alzheimer-Forschung. Wir wissen nicht, wie Alzheimer funktioniert. Und der Vorteil gerade unseres Systems ist, dass wir ohne die wirklichen Ursachen dieser Krankheit zu kennen, Teilaspekte dieser Krankheit nachstellen können und so also in der Simulation Behandlungsmöglichkeiten testen können. Das ist der große Vorteil. Kombiniert mit Stammzellen von Patienten sollen die Biochips völlig neue Möglichkeiten für eine personalisierte Medizin eröffnen. Die Hoffnung, bessere Behandlungsmöglichkeiten und weniger Nebenwirkungen. Gerade für Senioren. Denn deren Medikamentencocktails kann bislang keine Pharmafirma testen. Viele Medikamente wirken heute nur in einer Teilgruppe. Die anderen werden mit dem Medikament eigentlich fehlbehandelt. Und wenn Sie jetzt auf dem Chip von diesen Patienten die Situation nachbilden könnten, könnten Sie das geeignete Medikament herausfinden. Das eröffnet natürlich unglaubliche Möglichkeiten, hier Therapien zu verbessern. Auch Genetiker wie Boris Jerchow vom Max-Delbrück-Institut sind vom Potenzial der Miniaturorganismen überzeugt. Beispielsweise um zu testen, ab welcher Dosis Medikamente gefährlich werden. Dass die Biochips Tierversuche ganz überflüssig machen, glaubt er allerdings nicht. Speziell in der Grundlagenforschung sind Mäuse als Menschenersatz noch unverzichtbar. Wenn wir dieses komplexe System so genau verstehen, dass wir es modellieren können, können wir am Ende vielleicht auch auf Tierversuche verzichten. Aber da sind wir, glaube ich, noch sehr weit von entfernt und viele Grundlagen werden auch weiterhin in Tierversuchen geklärt werden müssen. Wie nahe die Miniaturmodelle dem menschlichen Organismus tatsächlich kommen, das wird in den kommenden Jahren geprüft. In jedem Fall unterscheiden sie sich in einem zentralen Punkt vom Homunculus der Alchemisten. Weil wir keinen denkenden, fühlenden
Organismus erschaffen, sondern wirklich nur ein Organismus, der die Stoffwechselwege des Menschen dementsprechend simulieren und abbilden kann. Um die Menschenwürde der Biochips müssen wir uns also vorerst keine Sorgen machen.